Ja, schönen Nachmittag. Wir haben das letzte Mal das Maximum Likelihood-Prinzip besprochen. Maximum Likelihood-Prinzip. Vor allem in einem Fall, im diskreten Fall. Also, erster Fall war also der diskrete Fall. Also, wir sind davon ausgegangen, dass wir es mit einer diskreten Verteilung, genauer einer Klasse von diskreten Verteilungen zu tun haben. Und wir schauen uns jetzt noch ein kleines Beispiel dazu an. Bevor wir also zu einem zweiten Fall gehen. Und was ist das Beispiel? Ja, das Beispiel habe ich euch schon mal präsentiert. Da stellt euch vor, ihr habt Fische. Fische in einem Fischweiher, in einem Teich, weiß ich nicht, bei euch daheim im Garten oder sowas in der Richtung. Und ihr möchtet gern wissen, wie viele Fische sind da drin. Natürlich gibt es eine tatsächliche Anzahl von N Fischen hier drin. Nur jetzt will ich nicht alle diese N Fische da herausfischen, um sie zu zählen, sondern wir wollen also eine Näherungslösung für dieses Problem haben. Und die Idee ist, dass ich zuerst mal hier Fische herausfische, und zwar die zum Beispiel da, stellen wir uns vor, also eine gewisse Anzahl von F1 Fischen im ersten Fang. Und da ist eben die Idee, die male ich rot an. Und dann schmeiße ich die wieder zurück rein, das heißt, die sind dann rot. Genauer würde man wohl sagen, dass man rot markiert. Also nochmal so, unser Systemadministrator hat sich sehr damit beschäftigt, diese Meldung da wegzukriegen. Ja, beibehalten und natürlich, dass ich unbedingt Windows 10 brauche. Gut. Also gut, wir sehen also, dass wir da diese ersten F1 Fische rot markieren und dann ist die Idee, dass wir wieder herausfischen in einem zweiten Fang. Sagen wir jetzt einmal, die da erwischen wir dann. Da fischen wir F2 Fische heraus, weniger als im ersten Fang. Und da ist dann der Punkt, dass da eine gewisse Anzahl von nicht markierten Fischen und eine gewisse Anzahl von rot markierten Fischen eben da herauskommt. Und klein r bezeichne jetzt die Anzahl der rot markierten Fische. Also rot markierte. Jetzt die Frage, was hat das mit dem Maximum Likelihood-Prinzip zu tun, wenn wir aufgrund von diesem Vorgang hier eine Schätzung für die tatsächliche Anzahl groß n an Fischen in diesem Fischweiher haben möchten? Ja, da müssen wir erst einmal das Ganze entsprechend modellieren. Modellieren heißt über eine Zufallsvariable, die ich jetzt groß r nenne. Dieses kleine r da, das habe ich ja konkret bei einer Durchführung dieses Zufallsexperiments erhalten. Wenn ich das noch einmal mache, kommt tendenziell nicht das Gleiche raus. Und groß r sei jetzt die Zufallsvariable, die eben die Anzahl der roten Fische im zweiten Fang, also hier, beschreibt. Nicht? Klein r wäre dann zu interpretieren als Realisierung von Groß R. Und wie ist Groß R verteilt? Kann ich das hinschreiben? Groß R ist wohl wie verteilt? Was passiert denn da in diesem zweiten Fang? Ich ziehe aus einer großen Urne, wir können sie ja Fischweiher nennen, eine gewisse Anzahl von Fischen. Manche sind rot, manche sind es nicht. Ja, was kommt raus? Eine hypergeometrische Verteilung, oder? Also das ist hypergeometrisch verteilt. Also dieses R ist hypergeometrisch verteilt. Genauer können wir ganz genau sagen, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass das große R das kleine r geliefert hat. Und warum ist das eine gute Idee, diese Wahrscheinlichkeit möglichst groß zu machen? Ja, weil das ist die Likelihood-Funktion, oder? Das wäre also die Likelihood-Funktion, die abhängig ist vom unbekannten Parameter n und natürlich meinen Daten. Und ihr habt hier Stichprobenumfang 1. Ja, ihr habt nur eine einzige Ziehung, wenn ihr so wollt. Also, ihr habt nur ein kleines r und entsprechend wollt ihr auf Grundlage dessen das große n jetzt schätzen. Und wir können hinschreiben, was das gibt. Das ist also die hypergeometrische Verteilung, wobei wir also, und da ist immer die Frage, wie das halt angeordnet ist, kann es man nicht merken. Also ich nehme an, dass wir F2, dass wir da hinschreiben, wie viel wir also ziehen, F1 und n vielleicht so in der Richtung, weiß ich nicht. Also bin mir nie sicher, wie die Reihenfolge hier genau ist. Im Skriptum habe ich es sicher genau hingeschrieben. Aha, F2, N, F1, okay. Und das werten wir also hier aus in dieser einpunktigen Menge R, oder? Also das ist diese hypergeometrische Verteilung. Im Prinzip, wie hier die Reihenfolge ist, ist ja nicht so tragisch. Ich muss nur wissen, was es ist. Also insgesamt passiert was? Aus diesen N-Fischen ziehe ich im zweiten Fang F2. Und dann ist es also so, dass ich aus den F1 roten Fischen eben R rote Fische
und aus den restlichen n minus f1, ja, die restlichen f2 minus r. Ja? Das ist also diese hypergeometrische Verteilung. Und jetzt muss ich hergehen und muss schauen, ja, wie muss ich das große n wählen? Das ist hier die einzige Unbekannte, wenn ihr so wollt. Das ist dieser Verteilungsparameter, sodass diese Wahrscheinlichkeit maximal wird. Also wähle jetzt n so, dass diese Wahrscheinlichkeit maximal wird. Maximiere das über n, das sagt das Maximum Likelihood Prinzip, so kriegen wir einen Schätzer. So, was könnt ihr jetzt machen? Und jetzt geht's her, nimmt vielleicht die logarithmierte Likelihood Funktion, differenziert es drauf rum und rechnet es wie blöd, kommt halt irgendwas raus. Oder wir machen es in R. Wir können ja diese Wahrscheinlichkeiten ganz einfach ausrechnen, oder? Das ist jetzt irgendwie die Idee. Wir können uns hinschreiben, okay, sagen wir ganz konkrete Daten, F1 ist 500, das heißt, wir fischen also 500 Fische das erste Mal, das zweite Mal nur halb so viele, 250 im zweiten Fang, also nochmal 500 F1 haben wir rot markiert und sagen wir mal, wir hätten 17 rot markierte Fische im zweiten Fang bekommen, ganz konkrete Daten also. Und dann nehmen wir weiters an, dass wir keinen Verlust an Fischen haben, was also bedeutet, wenn man mal 500 rot markiert hat, dann werden mindestens nur 500 im Teich rumschwimmen. Also außer, weiß ich nicht, sie sind irgendwie gegen eine Wand geschwommen und tot, aber davon gehen wir mal nicht aus. Nein! Ups, Entschuldigung. Also F1 war 500, hoppala, F2 war 250 und R war 17, wie batschert. So, und groß N, sagen wir, ist also mindestens 500, weil wir annehmen, dass immer noch genau die gleichen Fische drin sind. Und ihr könnt eine ganz grobe Abschätzung für die maximale Anzahl der Fischen in diesem Teich angeben. Sagen wir mal, es wäre 100.000. Wie könnte man drauf kommen? Was ich nicht? Ja, genau. Also ihr nehmt irgendwie so Gesamtvolumen durch Volumen eines Fisches, dann kriegt ihr eine obere Abschätzung. Sagen wir mal, 100.000 wäre ganz vernünftig. Und dann rechnen wir jetzt einfach nur Folgendes aus. Wir rechnen die Likelihood-Funktion aus. Alles, was wir dazu machen müssen, ist die hypergeometrische Verteilung auswerten. Und da muss man halt hier auch die Reihenfolge beachten. Das kleine r kommt hier ganz am Anfang, dann ist eben die Anzahl der roten Fische f1 der nächste Parameter, die Anzahl der nicht roten Fische n minus f1 der nächste und was haben wir dann noch, f2, also wie viele wir im zweiten Fang fischen, das wäre das f2 ganz am Ende. Und das, was ihr jetzt hier sehen könnt, ist, wenn ich mal den Anfang hier anschaue, okay, zunächst sind diese Wahrscheinlichkeiten de facto mal 0 und ganz am Ende werden sie auch ganz klein, weil was wird irgendwie sein? Das wird irgendwie so ausschauen, so in der Richtung. Ne? Und wir suchen jetzt aber jenes n, für das hier der größte Wert für l herauskommt. Und da gibt es einen ganz praktischen Befehl. Man kann sich mit which.max anschauen, wo l von all diesen bestimmten Werten den maximalen Wert annimmt. Sprich, das spuckt den Index aus, wo dieser Vektor den größten Wert hat. Ihr bildet das Maximum dieses Vektors und kriegt dazu den Index, wo das Maximum angenommen wird. Also, blub, das ist an der Stelle 6853. Bitte, das ist der Index dazu. Gell? Und jetzt kann man natürlich das große N nehmen und sagen, na genau an dieser Stelle ist das N also 7352. Das ist genau das N dazu, oder? Also, das heißt, der zugehörige Wert von n ist also 7352 und das wäre jetzt also unsere Schätzung für die Anzahl der Fische in dem Teich. So, jetzt habe ich euch hier schon gesagt, der Stichprobenumfang hier, der ist 1. Wie könnt ihr die Schätzung besser machen? Indem ihr das jetzt ein paar Mal wiederholt. Und was nehmt ihr dann? Dann mittelt ihr. Und wann kommt dann noch ein besserer zu schätzender Wert raus? Wenn der Schätzer erwartungstreu ist. Da seht ihr, dass solche Eigenschaften wichtig sind. Nicht, wenn ihr diesen Vorgang jetzt oft wiederholt und immer diese Schätzung macht und ihr habt einen erwartungstreuen Schätzer, dann kriegt ihr, wenn ihr mittelt, noch einen besseren Schätzer heraus. Eine bessere Schätzung, muss ich eigentlich sagen. Also so zum Beispiel könnte man das hier verbessern. Habt ihr zu diesem sehr einfachen Beispiel mal Fragen? Also im Prinzip ein Beispiel aus dem Schulbuch. Jetzt nicht so ganz genau in der Form, aber abgeleitet durchaus. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem zweiten Fall. Der zweite Fall, den man beim Maximum Likelihood Prinzip betrachten kann, ist der, dass man eine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes hat. Was bedeutet das? Wir gehen jetzt davon aus, dass für alle Theta aus Groß Theta, also für alle möglichen Parameter, was gilt, dass es eine
Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes gibt. Das bedeutet, wir haben also, das ganz egal, welche Borel-Menge wir uns da schnappen, dass entsprechend die Verteilung, ausgewertet in dieser Borel-Menge, sich schreiben lässt als das Integral über diese Menge f Theta von t d Lambda von t. Also das hier ist die Annahme, das bedeutet auf gut Deutsch, wir nehmen an, dass wir für jeden Parameter Theta eine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes haben. Anschaulich. Stellen wir uns zum Beispiel vor, das wäre die Klasse der Normalverteilungen. Dann können wir sogar immer eine stetige Version dieser Dichte hier finden. Zum Beispiel schaut es dann so aus. Und wir wissen also, wie Wahrscheinlichkeiten dann gegeben sind. Wenn das also hier die Menge B wäre, zum Beispiel ein Intervall, dann ist die Fläche unterhalb des Funktionsgraphen eben gerade die Wahrscheinlichkeit, oder? Und wir nehmen an, das hätten wir jetzt. Zwischenfrage. Lässt sich jede Verteilung entweder hier Fall 1 oder Fall 2 zuordnen? Gibt es nur diskret oder kontinuierlich? Nein. Ein halb mal Delta 0 plus ein halb mal das Lebesgue-Maß. Auf dem Intervall 0,1 sage ich jetzt einmal. Das ist weder diskret noch kontinuierlich. Achtung, es gibt Verteilungen, die weder noch sind, oder? Aber ich sage einmal, mit diesen beiden Fällen in der Praxis kommt man eher aus. Also, dass man annimmt, es wäre kontinuierlich oder es wäre diskret. Aber bitte, das deckt nicht alles ab. Das muss man hier schon sehen. Und wir nehmen jetzt wirklich an, wir hätten so einen Fall. So, da haben wir schon gesagt, ist ein gewisses Problem vorhanden, weil wenn wir jetzt wieder annehmen, dass wir eine Stichprobe gegeben haben zu dieser Verteilung B Theta und wir hätten tatsächliche Daten x1 bis xn, dann wäre der kanonische Weg wieder zu sagen, mache die Wahrscheinlichkeit, dass groß x1 den Wert klein x1 annimmt und so weiter und so fort, bis groß xn den Wert klein xn, mache diese Wahrscheinlichkeit groß, genauso haben wir es ja bisher auch geschafft im diskreten Fall. Dieser Weg ist sinnlos, haben wir uns schon überlegt, weil die Wahrscheinlichkeit ist 0. Die Wahrscheinlichkeit für einpunktige Mengen hier, die ist 0, eh klar. Also, wenn wir hier eine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes haben, ist es vollkommen sinnlos, diese Wahrscheinlichkeit versuchen zu maximieren. So, was macht man stattdessen? Was man jetzt braucht, ist irgendwie ein Wert, der sich so ähnlich verhält wie die Wahrscheinlichkeit, dass x1 den Wert klein x1 annimmt. Wenn der Wert groß ist, soll diese Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Form groß sein. Wenn es klein ist, eher klein. Und dazu kann man einfach mal hierher schauen. Sagen wir mal, das wäre jetzt die Stelle xi. Dann ist das der Wert der Dichte an dieser Stelle. Der Dichte, sage ich, die wir uns ausgesucht haben. Wenn möglich, bitte nehmt so eine stetige Version davon. Ihr könnt natürlich an dieser einen Stelle den Punkt irgendwo hinsetzen, aber das wäre nicht mehr so sinnvoll. Nehmen wir wirklich an, wir hätten jetzt eine Dichte, die in dem Punkt xi stetig ist. Was kann man dann über diesen Funktionswert hier aussagen? Sagen wir mal, das wäre jetzt der Funktionswert dieser Dichte, die wir uns ausgesucht haben, an dieser Stelle. Was könnt ihr sagen, wenn das f Theta an dieser Stelle größer ist? Fangen wir verkehrt rum an. Was wäre falsch zu sagen? Wäre es richtig zu sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert xi angenommen wird, größer? Es ist falsch, weil der ist 0. Die Wahrscheinlichkeit ist 0, dass das angenommen wird. Aber was ich doch machen kann ist, ich kann mir anschauen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Punkte in dieser Umgebung hier angenommen werden. Und wenn ich da ganz nah zu ihr rutsche, also ganz nah zu diesem Punkt xi zusammenrutsche mit meiner Umgebung, dann wird es natürlich so sein, je größer dieser Funktionswert ist, umso größer wird auch die Wahrscheinlichkeit sein, dass ich Werte nahe bei xi erhalte. Das heißt, wir ersetzen jetzt diese Wahrscheinlichkeiten, dass groß x1 konkret klein x1 ist, durch die Funktionswerte der Dichte. Weil je größer die sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich nahe bei xi auch Werte bekommen habe. Dass ich genau xi kriege, das ist keine sinnvolle Fragestellung mehr. Aber dass ich Werte ähnlich wie xi, nahe bei xi bekomme, das kann ich so nur beantworten. Genauer, was wir uns anschauen, stellen wir uns vor, da hätten wir also einen Wert x, ist jetzt wirklich nur so eine Umgebung, x minus Epsilon bis x plus Epsilon. Und sagen wir, die Dichte, die wir betrachten, das f Theta, das wäre jetzt also stetig, x. Also sagen wir, in einer ganzen Umgebung von x wäre das jetzt eine stetige Funktion.
Was können wir uns dann für eine Wahrscheinlichkeit anschauen? Ja, was wir uns anschauen können, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass x1 zum Beispiel, das ist ja alles identisch verteilt, in diesem Intervall von x minus epsilon bis x plus epsilon liegt. Schreibfall wie ich bin, schreibe ich plus minus epsilon. Die Wahrscheinlichkeit, sich anzuschauen, ist sinnvoll, oder? Sich anzuschauen, wann genau der Wert x rauskommt, ist nicht sinnvoll. Jetzt schauen wir uns wirklich an, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das x1 Werte in diesem Intervall annimmt. So, wenn ich nur die Wahrscheinlichkeit anschaue und das epsilon jetzt gegen 0 schicke, ist auch nicht interessant, oder? Dann kommt 0 heraus, ist auch klar. Aber entscheidend ist hier, je größer ich das Intervall mache, umso wahrscheinlicher soll es werden, dass Werte reinfallen. Je kleiner, desto kleiner. Das heißt, ich sollte das in Relation setzen zur Intervalllänge. Deswegen dividiere ich durch 2 Epsilon. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass x1 Werte in dem Intervall annimmt, in Relation zur Länge des Intervalls. Also relativ zur Länge des Intervalls. Und ich kann hinschreiben, was das gibt. Das ist 1 durch 2 Epsilon. Diese Wahrscheinlichkeit hier ist gegeben als das Integral über das Intervall x plus minus Epsilon über die zugehörige Dichte, die wir hier gewählt haben, f Beta an der Stelle t, d Lambda von t. Und hier irgendwo schreiben wir weiter. Und jetzt haben wir aber angenommen, dass das f Beta bei x stetig ist. Wenn wir das Epsilon klein genug machen, bedeutet das, wir können dieses Lebesgue-Integral durch das Riemann-Integral ersetzen. Also ist das 1 durch 2 Epsilon, Integral von x minus Epsilon bis x plus Epsilon über f Beta von t dt. Und die Begründung hier ist, wenn der Integrant stetig ist, dann können wir also entsprechend das Lebesgue-Integral durch das Riemann-Integral ersetzen, was hier auch existent ist natürlich und gleich. Okay, kommt euch das bekannt vor? Was würdet ihr sagen, sollte hoffentlich rauskommen, wenn ich Epsilon jetzt gegen 0 schicke? Gibt es Ideen da dazu? Da muss ich es nochmal skizzieren. Das ist die Stelle x. Ihr nehmt jetzt also diesen Flächeninhalt und dividiert ihn hier durch die Intervalllänge. Was sollte wohl hoffentlich rauskommen, wenn ich Epsilon gegen 0 schicke? Wichtig ist, die Funktion sollte stetig in dem Punkt x sein. Dann kommt raus, na wohl hoffentlich der Funktionswert an der Stelle, oder? Warum? Das ist doch der Hauptsatz schlussendlich. Wie erkennt man das hier? Setzt zum Beispiel f von x, oder machen wir es ganz allgemein, f von, keine Ahnung, xi, das Integral von minus unendlich bis xi über f Theta von t dt. Sagen wir, f wäre irgendwie, f Theta wäre stetig auf ganz L von mir aus oder sowas in der Richtung, zumindest stückweise stetig, dann könntest du es so als Riemann-Integral setzen. Also so machen wir das jetzt für xi aus L. Wie lässt sich dann das da oben schreiben? Wie lässt sich das schreiben? Na, das ist das große f an der Stelle x plus epsilon. Und was müssen wir davon abziehen? Das große f an der Stelle x minus epsilon. Einverstanden? Also, wir können das so aufteilen, oder? Wir nehmen das Integral von minus unendlich bis obere Grenze und ziehen davon das Integral von minus unendlich bis untere Grenze ab. Dann bleibt genau das hier über. Das ist die Additivität, Gebietsadditivität des Integrals. Kommt es euch jetzt bekannter vor? Das hier ist ein Differentialquotient, so ein symmetrischer. Und gegen was geht der? Gegen die Ableitung. Für Epsilon von oben gegen 0 geht das hier also gegen die Ableitung f' an der Stelle x. Und wir wissen, dass diese Ableitung existiert und wir wissen, was sie gibt. Dadurch, dass f Theta im Punkt x stetig ist, geht es gerade, weil das ja eine Stammfunktion ist, gegen den Integranten an dieser Stelle. Das ist der Hauptsatz. Also hier oben auch schon, aber da erst recht. Der Hauptsatz sagt, das ist f Theta an der Stelle x. Wichtig ist, wir brauchen halt zumindest nahe bei diesem Punkt Stetigkeit. Das heißt, was haben wir uns jetzt überlegt? Wir haben uns überlegt, dass zumindest in Stetigkeitspunkten dieser Dichte hier das sinnvoll ist,
die Wahrscheinlichkeiten zu ersetzen durch die Werte der Dichte an dieser Stelle. Also Idee, anstatt dass man x1 gleich klein x1 nehmen oder generell groß xi gleich klein xi, diese Wahrscheinlichkeiten sind 0, ersetzen wir die jetzt einfach durch die Werte der gewählten Dichte an dieser Stelle xi. Weil das bedeutet, wenn wir diese Wahrscheinlichkeiten groß machen wollen, gedanklich, obwohl sie 0 sind, dann gehen wir dazu über, dass wir einfach die Wahrscheinlichkeit groß machen, dass wir Werte nahe bei x erhalten. Und das entspricht den Funktionswerten einer stetig gewählten Dichte an dieser Stelle. Okay, was machen wir dann weiter? Ja, dann haben wir schon eine neue Likelihood-Funktion. Wie hat die alte Likelihood-Funktion ausgeschaut? Die hängt natürlich von den Daten ab, aber insbesondere auch vom unbekannten Verteilungsparameter. Und bisher stand hier das Produkt über alle diese Wahrscheinlichkeiten. Ja, die ersetzen wir jetzt aber durch die Werte der gewählten Dichte. Und i läuft von 1 bis n. Und das ist die Likelihood-Funktion im kontinuierlichen Fall. Also wenn wir so eine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes haben. Und jetzt dürft ihr dreimal raten. Ja, jetzt mache ich das hier wieder maximal. Das heißt also, über Kleintheta aus Großtheta maximiere jetzt diese Likelihood-Funktion, diese neue Likelihood-Funktion. Und das Ergebnis liefert einen Schätzer. Genauer werden wir es wieder so machen, dass eben das, Entschuldigung, das heißt nicht Lambda, sondern Theta, gell? Tut mir leid, also hier Lambda war Blödsinn, das keine Ahnung, woher ich das genommen habe, das heißt hier Theta. Und als Schätzung für dieses Theta nehmen wir dann einfach jenes Argument, für das diese Likelihood-Funktion maximal wird. Und so können wir das halt wieder machen, falls dieses Maximum überhaupt existiert und ein eindeutiges Argument zu finden ist. Also falls das existiert und eindeutig ist, ansonsten muss man halt mehr nachdenken, sage ich jetzt einmal. Und damit haben wir wieder einen Likelihood-Schätzer, genauso wie im diskreten Fall, bloß mit dieser kleinen Adaption, dass wir halt die Werte der Dichte nehmen, anstatt den Wahrscheinlichkeiten. Dazu mal Fragen. Kommt euch das sinnvoll vor? Das ist ein Anfang. Okay. Also ich sage mal so, da draußen in der Welt kommt es wahnsinnig vielen Leuten sinnvoll vor, das so zu machen. Also das wird verdammt oft verwendet. Also wenn man einfach irgendwelche Daten gegeben hat, man hat eine bestimmte Verteilungsklasse, so wird sozusagen gefittet. So kriege ich ein Modell raus, wo im Prinzip das Bestmögliche in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich von diesem Modell die Daten bekommen habe, eben dann da rauskriege. Beispiel. Beispiele unterstellen natürlich immer konkrete Modelle, oder? Das war jetzt sehr abstrakt. Da können wir irgendeine große Modellklasse haben von kontinuierlichen Verteilungen. Jetzt machen wir es ganz konkret. Wir stellen uns vor, wir hätten hier ein Intervall von 0 bis t größer 0. Und dieses Intervall hier, das beschreibt die Rotphase einer Ampel. Also dieses Beispiel habe ich euch eh schon gesagt. Das t hier wäre die Rotphase in Sekunden oder sowas an einer Ampel. Und das, was wir uns vorstellen können, ist, dass wir zufällig zu dieser Ampel hinkommen, wenn sie also rot ist. Und dann schauen wir uns einfach an, wie lange haben wir gewartet. Und dann kriegen wir ganz konkrete Daten raus, hier vielleicht x1, da vielleicht x5 und da vielleicht irgendwie x2, x3 und x4, keine Ahnung, und so weiter und so fort. Und jetzt wollen wir auf Grundlage dieser Daten, die wir da gegeben haben, natürlich das t schätzen. Wir wollen die Rotphase schätzen. Das ist unser unbekannter Verteilungsparameter. Ja, was muss ich denn dazu sagen? Dass ich erst einmal eine Verteilungsklasse brauche. Und was wird hier sinnvoll sein? Wie werden diese Ankunftszeiten hier verteilt sein? Ich nehme an, ich komme zufällig in diesem Intervall 0 bis t sagen an. Und zufällig in einem Intervall bedeutet, wir werden wohl hier die Gleichverteilung nehmen. Also Annahme. Die Annahme, die wir hier haben, sagen wir t, beschreibt also diese zufällige Wartezeit hier in der Rotphase, dann nehmen wir an, dass das eben hier gleich verteilt ist auf dem Intervall 0t. Das ist hier die Annahme. Das ist eine Modellannahme, bitte. Also sie erscheint sinnvoll, aber das ist was ich ins Modell mit reinstecke. Okay, was wir uns jetzt überlegen müssen, ist, können wir da eine Dichte finden? Na, von was hängt diese Dichte ab, die wir wählen? Von diesem Parameter t, den wir nicht kennen. Das ist sozusagen die Länge von diesem Intervall hier. Und an einer Stelle x würde ich wohl sagen,
dass das wie zum Beispiel gut aussehen würde. Also sagen wir, hier hätten wir x, y, y ist gleich ft von x. Wir nehmen diese stückweise stetige Version der Dichte der Gleichverteilung. Am besten ist wohl, man nimmt die da. Warum ist jede andere in gewisser Art und Weise nicht so gut? Was hätten wir denn gern? Wir würden gern Punkte betrachten, in denen diese Dichte stetig ist. Ja, und die ist auf jeden Fall stetig auf diesem ganzen Intervall hier, oder? Ihr könnt es theoretisch nämlich ja immer hergehen, aber es ist halt nicht sinnvoll, ich sag's aber nur. Ihr könnt es halt das als Dichte nehmen, oder? Aber das ist ja Blödsinn. Will ja keiner. Das heißt, wir schauen, dass diese Funktion also in möglichst vielen Punkten, wenn ihr so wollt, stetig ist. Und da ist das Maximum, was rausholen könnt. Okay, und dadurch haben wir also gegeben, die charakteristische Funktion auf dem Intervall 0 bis t an der Stelle x. So ist es noch falsch. Wir müssen noch durch t dividieren. Das heißt also, hier hat man die Höhe 1 durch t. Grundfläche c, wenn ihr so wollt, oder Grundlänge hier mal höher, gibt dann also 1. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Und ich meine, die Wahrscheinlichkeitsdichte kennen wir alle. Das ist die eben, also eine Wahrscheinlichkeitsdichte der Gleichverteilung. Und ich sage mal, in gewisser Art und Weise die beste, die wir da eigentlich wählen können. Ich sage, ihr könnt immer ganz Verrückte wählen, aber dann funktioniert das Maximum-Likelihood-Prinzip halt nicht mehr gut. Und jetzt müssen wir uns die Likelihood-Funktion anschauen. Die ist also von diesem t hier abhängig und von den konkreten Daten. Und ist einfach das Produkt von i gleich 1 bis n über diese fts an der Stelle xi. Gut, jetzt schreibe ich nochmal konkret ab. Da stehen diese charakteristischen Funktionen drin. Das heißt, das Produkt von i gleich 1 bis n über die charakteristischen Funktionen auf dem Intervall 0 bis t. 1 durch t habe ich noch vergessen. An der Stelle xi. Was könnt ihr mir über dieses Produkt hier sagen? Wie kann man zum Beispiel überlegen, wann dieses Produkt hier nicht sehr spannend ist? Genau, also, auch wenn es sehr leise war, was der Valentin gerade gesagt hat, also wenn es irgendeins von den xi nicht zwischen 0 und t liegt, dann gibt es 0. Das bedeutet also, wo erst fängt es an, interessant zu werden? Wann gibt es sicher 0? 0 gibt es dann, wenn... Wie könnte man das zum Ausdruck bringen? Ja, also wenn es eben ein xi gibt, das größer ist als t, nicht? Aber das heißt umgekehrt, dass t kleiner ist als das Maximum, oder? Also das ist eben genau hier das Problem. Wenn wir da eben entsprechend so eines dann wählen würden, also wenn t kleiner ist als das Maximum, gut, dem habe ich gar keinen Namen gegeben, von x1 bis xn, dann bedeutet das eben, eines der xi's liegt dann definitiv nicht in diesem Intervall und damit kommt also für einen Faktor, mindestens einen Faktor 0 heraus und damit steht auch 0 da. Okay, jetzt können wir uns aber auch noch überlegen, wie sonst ansonsten eben das hier aussehen muss. Ansonsten liegen alle xi's in diesem Intervall. Wir nehmen nämlich an, bitte, die sind größer gleich als 0, oder? Also alle xi's sind natürlich größer gleich als 0, sonst wären es ein bisschen komische Daten dieser Verteilung. Und dann kriegen wir welchen Wert heraus? Wie kann man denn hier das 1 durch t vor das Produkt ziehen? 1 durch t hoch n, oder? Also, das 1 durch t tritt in jedem Faktor von diesem n auf, also insgesamt hoch n. Und was passiert mit den charakteristischen Funktionen? Ja, die sind alle 1. Wäre eine davon nicht 1, dann sind wir in dem Fall da oben. Also, falls t größer gleich ist als das Maximum über die xi's, dann kriegen wir das hier heraus. So, jetzt denkt man drüber nach, warum es leicht ist, diese Funktion zu maximieren. Also Funktion in t. Wie schaut denn die aus? Sie ist 0 bis zum Maximum. Ich zeichne sie mal hin. Schwupp.
Also, ich gebe jetzt zu, da links von 0 interessiert uns das eigentlich alles nicht, gell? So, da ist irgendwo das Maximum. Also i gleich 1 bis n. Das könnt ihr zwar eh nicht lesen, aber ich schreibe es hin. So, das wäre das Maximum. Und was passiert bei dem Maximum? Da springt es hoch. Und wie verhält sich dann 1 durch t hoch n? So. Wo ist das Maximum dieser Funktion zu finden? Das geht, gell, oder? Das schaffen wir. Also genau an der Stelle. Das heißt, wir sehen, das hier ist eine streng monoton fallende Funktion. Und wo wird die am größten? Wo das Argument am kleinsten ist, aber das ist gleich dem Maximum. Also hier ist die Maximierung super simpel. Das ist toll, wenn es so funktioniert. Ich sage leider zu, also das geht nur in einfachen Fällen so gut. Also hier ganz, ganz einfach, was ist das Maximum? Und damit der Schätzer, der Maximum Likelihood Schätzer, der ist gleich dem Maximum der Xis. Also von x1 bis xn. Weil ganz klar ist, diese Funktion hier nimmt das Maximum bei t gleich dem Maximum an. Und damit ist das das Argument, wo die Funktion maximal wird. Ihr seht, das Maximum existiert und das zugehörige Argument, die Maximalstelle, ist eindeutig bestimmt. Und das ist was, das haben wir ganz am Anfang der Vorlesung schon mal bequatscht, am Anfang des Semesters, oder? Das ist eine sehr natürliche Schätzung. Die Rotphase wird mindestens so groß sein, wie die maximale Wartezeit, die ich schon mal hatte. Und gesagt, das ist ein vernünftiger Schätzer. Viele tendieren eben dazu zu sagen, ja, da nimmt man den empirischen Mittelwert, der ist natürlich der Blödsinn. Was hat dieser Schätzer für einen Nachteil? Das hat sie im Proseminar schon besprochen. Ganz ein ähnliches Problem, auch das war eine Proseminaraufgabe, das damit zu tun hat, ist dieses German Tank Problem. Also die Alliierten wollten wissen, wie viele deutsche Panzer da draußen so rumfahren. Die Deutschen waren insbesondere ganz brave Gegner. Na, das meine ich jetzt nicht so direkt. Also angenehm in Bezug auf Schätzen. So, das darf man ja nicht falsch verstehen. Deswegen, weil sie Seriennummern auf ihren Panzern hatten. Das bedeutet, die Panzer waren durchnummeriert. Und man hat sich einfach anschauen können, was war die größte Seriennummer, die man bisher beobachtet hat. Und mindestens so viele Panzer, war klar, hatten die Deutschen. Und dann hat man also noch leicht korrigiert, dieser Schätzer ist nämlich nicht erwartungstreu, oder? Das ist also da der Punkt. Der ist nicht erwartungstreu, das habt ihr euch also im Proseminar für das diskrete Analogon angeschaut, das wäre dieses German Tank Problem, ganz in Analogie zu diesem Problem. Und man sollte das nur leicht korrigieren. Man sollte also sozusagen noch diesen Schätzer erwartungstreu machen. Genau das hat man getan und nach dem Krieg hat man also festgestellt, dass man tatsächlich eine sehr gute Schätzung für ja, die Anzahl der Panzer dieses, um es nochmal zu betonen, schrecklichen Gegners hatte. Gut. Also das heißt, wenn ihr Krieg führen wollt, dann ist die Frage, ob ihr eure Panzer durchnummerieren möchtet. Aber das große Glück, was wir zumindest momentan noch haben, ist, dass wir uns über solche Fragestellungen keine Gedanken machen müssen. Gut. Also, wir fahren lieber mit dem Fahrrad an eine rote Ampel, oder? Solange das unser kleinstes Problem ist, sind wir froh. Okay, also ihr habt damit ein Beispiel, ein kontinuierliches Beispiel für das Maximum Likelihood Prinzip gesehen. Natürlich, da kann man jetzt eine ganze Problemklasse damit behandeln und einige von solchen Schätzproblemen werdet ihr im Proseminar auch behandeln. Das, was uns jetzt noch ein Stück weit stört, ist, dass wir immer noch nicht ganz beantwortet haben, wie gut sind Schätzungen. Wir haben jetzt zwar gesagt, ein guter Schätzer sollte erwartungstreu, konsistent sein. Ein guter Schätzer sollte vielleicht auch als Schätzer beim Maximum-Likelihood-Prinzip rauskommen, weil das irgendwie in gewisser Art und Weise natürlich ist, diese Wahrscheinlichkeiten dort zu maximieren. Aber was wir gerne noch hätten, ist Angabe des Fehlers bei Schätzungen. Also Ziel, Fehlerangabe unter Anführungszeichen bei Schätzungen. Ich sage mal so, das ist irgendwie ganz natürlich, wenn man etwas deterministisch schätzt. Ein Beispiel.
Sagen wir mal, ihr habt irgendeine Variante, um Wurzel aus 2 zu bestimmen. Also xn, ihr habt ein iteratives Verfahren als Approximation an Wurzel 2. Was würdet ihr dann ganz gerne wissen? Na, wenn ich n größer mache, um wie viel besser wird meine Schätzung? Genauer hätte ich gerne ein Intervall um die tatsächliche Lösung, wo ab einem gewissen Index meine Schätzung drin liegt. Das ist ganz natürlich, sowas zu verlangen. Also ich hätte ganz gerne eine Fehlerabschätzung. Ihr könnt es auch so sehen, der Abstand von xn zu Wurzel 2 soll kleiner gleich als Epsilon gemacht werden. Das wäre die Angabe eines Fehlers. Nicht sicher ist das meistens eine obere Abschätzung, aber trotzdem. Ich kann dann sagen, okay, meine Schätzung ist genau bis auf einen Fehler Epsilon. Und jetzt stellt sich aber die Frage, wie können wir das machen, wenn wir zum Beispiel x quer als Schätzung, genauer als Schätzung dann natürlich schlussendlich, für den Erwartungswert unserer Stichprobe verwenden. Auch da hätten wir ganz gerne so ein Intervall, das entsprechend dieser Schätzer dort reinfällt. Jetzt muss man aber eins gleich dazu sagen, man wird sicher nicht verlangen können, dass das immer gilt. Aber was könnte man vielleicht erwarten? Man könnte hoffen, dass man die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schätzer in einem Intervall um den Erwartungswert, sagen wir symmetrisch gelegen, plus minus Epsilon, mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt, also das sollte 1 minus Alpha sein, für Alpha zwischen 0 und 1 klein. Also aufgepasst, was wir jetzt machen ist, wir schauen uns an, dass dieser Schätzer als Zufallsvariable gesehen in einem Intervall symmetrisch um den Erwartungswert gelegen liegt. Natürlich kann man nicht verlangen, dass der mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit da drin liegt. Was müsste man dann eben entsprechend für das Alpha da drüben wählen? 0. Was würdet ihr sagen, passiert dann mit diesem Intervall? Wie groß wird das Intervall, wenn ich Alpha ganz, ganz klein wähle? Also wie kann ich sicherstellen, dass diese Schätzung in einem Intervall liegt? Das Intervall nennt man auch reelle Zahlen. Nicht? Das ist das Problem. Ihr konkret habt dann eine Realisierung dieses Schätzers. Also das wäre x quer. Und x quer könnte zum Beispiel hier liegen. Der tatsächliche Erwartungswert eurer Stichprobe liegt da. Und wie könnt ihr sicherstellen, dass diese Schätzung garantiert in einem Intervall um den Erwartungswert liegt, so symmetrisch gelegen? Ja, indem ihr das Intervall beliebig groß macht. Dann habt ihr Wahrscheinlichkeit 1. Das heißt, das wird so nicht funktionieren. Also auf der einen Seite möchte man natürlich ein möglichst kleines Intervall haben und gleichzeitig möchte man was haben? Dass diese Wahrscheinlichkeit möglichst groß wird. Das spießt sich. Und was man machen sollte, ist eine gewisse Balance zu finden. Man muss also einen gewissen Fehler hier zulassen, um sowas wie Genauigkeit quantifizieren zu können. Und typisch, sage ich es einmal, wenn man zum Beispiel sagt, okay, bis auf einen Fehler von 5%, wenn man so will, bis also auf diese Wahrscheinlichkeit, lässt man dann also dieses Intervall bestimmen, sprich, was ich dann hätte, ist, dass x quer in diesem Intervall mit Wahrscheinlichkeit 95% Werte annimmt. Was bedeutet? Für ungefähr 95% meiner Schätzungen werden in diesem Intervall liegen. Das ist also die Interpretation davon. Okay, warum kann ich in der Praxis mit diesem Intervall, nehmen wir an, wir hätten es bestimmt, überhaupt nichts anfangen? Warum schätzt man denn was? Weil man es nicht kennt. Und wenn ihr euch jetzt sagt, dann rechnet das Intervall aus, ja, danke. Ich kenne den Erwartungswert von x1 nicht. Oder? Das wird also hier das Problem sein. Das heißt, was wir jetzt machen, und das ist eine sehr wiffe Idee, wir tauschen hier die Rolle von x quer und dem Erwartungswert von x1. Also, diese Bedingung hier unten, und ich nenne vielleicht den Erwartungswert jetzt einfach μ. Diese Bedingung hier unten, im Prinzip muss ich das dann noch dazu nehmen, so, die sagt ja, x quer liegt in μ plus minus Epsilon. Das kann ich aber so hinschreiben, das bedeutet μ minus Epsilon ist kleiner gleich x quer.
ist kleiner gleich als μ plus Epsilon. Was kann ich hier sofort machen? Ich kann hier x quer abziehen und y quer abziehen und das Vorzeichen ändern. Was bedeutet? Dann habe ich x quer minus Epsilon, kleiner gleich als μ, kleiner gleich als x quer plus Epsilon. Und was heißt das? Schreib es nochmal so hin. Das ist genau dasselbe wie zu sagen, μ liegt im Intervall x quer plus minus Epsilon. Was ist jetzt der große Unterschied, wenn ich hinschreibe, und das ist damit dasselbe, die Wahrscheinlichkeit, dass μ im Intervall x quer plus minus Epsilon liegt, ist gleich und die Wahrscheinlichkeit ist immer nur dieselbe, weil es dieselbe Bedingung geblieben ist. Was ist jetzt konzeptionell der Riesenunterschied? Dieses Intervall hier ist zufällig. Die Grenzen, die hängen von dem x quer ab. Und ich halte unter Umständen jedes Mal ein neues x quer, wenn ich konkret Daten einsetze. Also da habe ich immer den empirischen Mittelwert stehen. Das ist etwas, was ich schätze. Und das heißt, die Aussage hier ist, dass wir ein Intervall suchen, sodass mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit, mindestens dieser Wahrscheinlichkeit, der zu schätzende Wert, zum Beispiel der Erwartungswert, in diesem Intervall liegt. Und das ist ein ganz anderes Level, weil das sind Dinge, die können wir konkret ausrechnen. Wir können jetzt Realisierungen von diesem Intervall ausrechnen. Wenn ich euch konkret Daten gebe, und wir müssen natürlich das Epsilon noch bestimmen, dann könnt ihr ganz konkret Realisierungen von solchen Intervallen ausrechnen. Und sowas nennt man eben Konfidenzintervall und dann Realisierungen von Konfidenzintervallen. Also wisst ihr, Konfidenz, Vertrauen, das ist sozusagen dem Intervall, dem wir vertrauen. Also ein Vertrauensintervall, symmetrisch um den zu schätzenden Wert, um den Schätzer, so muss ich sagen, hier gelegen, das wäre so ein symmetrisches Konfidenzintervall. Und das hier auf der rechten Seite, das nennt man das Konfidenzniveau. Und was ihr nicht unterschätzen dürft, also ich zumindest unterschätze das nicht, weil mir selber fällt das auch immer nicht ganz einfach ist, wie man das hier in der Praxis interpretieren kann. Ich stelle euch mal folgende Frage. Wenn ihr jetzt konkret Daten habt, x1 bis xn, stellt euch vor, das sind die Körpergrößen der Herren hier im Raum oder der Damen, was auch immer. Wir nehmen an, die sind normal verteilt, da ist uns klar, das sollte dann einem gewissen Erwartungswert folgen. Und wir hätten jetzt so ein Konfidenzintervall zur Verfügung. Was ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass der tatsächliche Erwartungswert in die Realisierung dieses Konfidenzintervalls, also klein x quer plus minus Epsilon fällt? Was ist diese Wahrscheinlichkeit? Also klein x quer ist die Realisierung von groß x quer. Das Epsilon ist in der Zahl 7. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das μ, das wir nicht kennen, aber das tatsächlich gibt, in dieses Intervall fällt? Gibt es Vorschläge? Sagen wir, Alpha wäre 5%. 1 minus Alpha ist 95%. Was wäre diese Wahrscheinlichkeit? Was könnte das Intervall konkret sein? Also die meisten von euch denken sich wahrscheinlich die ganze Zeit, das steht doch oben, 95%. Was tut da so rum? Was ist denn das Intervall da unten? Das könnte zum Beispiel sein, was haben wir gesagt, Körpergrößen, Damen, keine Ahnung, 160 bis 185, ich weiß es nicht, ist ja wurscht. Sagen wir mal, das kommt raus. Ganz konkret, haben wir ausgerechnet. Was könnte das μ sein? Was könnte das tatsächliche μ sein? Sagen wir, an 70 ist wahrscheinlich zu viel. Ja, huje, nicht, dass ich Ärger kriege. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass 169 in das Intervall 160 bis 185 fällt? 1, ja super. Und wenn es nicht drin liegen wird? 0. Das ist eine sinnfreie Fragestellung, also total komplett Blödsinn. Und das, bin ich mir sicher, schaut für euch jetzt total banal aus. Aber das ist genau das Problem. Sobald ich eine konkrete Realisierung habe, dieses zufälligen Intervalls, kann ich nicht eine Aussage treffen wie,
Der tatsächliche Erwartungswert liegt mit Wahrscheinlichkeit 95% in diesem konkreten Intervall. Das ist Blödsinn. Was ist aber dann die richtige Aussage? Was ist die richtige Interpretation? Und die kriegt man nur frequentistisch. Und wenn wir vielleicht eine Runde schauen, wer das aller verstehen muss, dann schauen wir in den Kompetenzkatalog der AHSen, und zwar für die standardisierte Reifeprüfung. Also dazu gibt es dann auch konkret Zentralmatura-Aufgaben, also so ist es nicht, und da muss man entsprechend interpretieren können. Also Konfidenzintervalle als Schätzung für eine Wahrscheinlichkeit oder einen unbekannten Anteil P interpretieren, frequentistische Deutung steht dann da, und verwenden können, berechnen auf Basis und so weiter und so fort. Das heißt also, jeder von euch müsste das eigentlich schon verstanden haben, weil alle von euch haben eine zur jetzigen Zentralmatura äquivalente Eignung, oder? Also das bedeutet, allen Schülern und Schülerinnen mit Matura muss klar sein, was ein Konfidenzintervall ist und wie das zu interpretieren ist. Und das, was ich also dazu vorschlagen würde, ist, Folgendes zu plotten. Also schauen wir uns mal Folgendes an. Es gibt hier ein Package, das heißt Psyche. Klingt schon vielversprechend, oder? Und in diesem Package gibt es einen Befehl error.bars. Und über was wir jetzt noch gar nicht genau geredet haben, ist, wie man konkret Konfidenzintervalle ausrechnet. Darum geht es uns aber noch gar nicht. Es geht uns darum, was wir überhaupt bekommen zunächst. Und was man hier machen kann, ist, man kann hier zum Beispiel reinschreiben, R-Norm von, und wir nehmen einen Stichprobenumfang von 100. Das bedeutet, wir realisieren jetzt eine Stichprobe, eine Standard-Normalverteilte vom Umfang 100. Und error.bars, wenn wir uns das hier anschauen, gibt uns einfach ein Konfidenzintervall zurück. Das, was ihr seht, von der blauen Linie, nein, eigentlich die schwarze Linie unterhalb des blauen, das ist also das untere Ende, die untere Grenze des Konfidenzintervalls, und diese ein bisschen über 0,2 da oben, das wäre die obere Grenze. Das, was nur rumgezeichnet ist, ist so ein kerndichter Schätzer, damit man halt noch ein bisschen mehr Idee hat, wie die Daten also hier liegen. Jetzt ist das vollkommen uninteressant, haben wir schon gesagt, um zu entscheiden, liegt da tatsächlich ein Erwartungswert drin oder nicht. Deswegen führen wir das Ganze jetzt viel öfter durch. Und das geht mit dem Befehl replicate. Replicate sagt dann einfach, wie oft man was macht. Und zwar wollen wir jetzt 100 Mal eine Stichprobe vom Umfang 100, Entschuldigung, n Mal wollte ich sagen, eine Stichprobe vom Umfang 100 realisieren. Und da muss ich natürlich auch noch sagen, was das sein soll, das n, sagen wir 10. 10 Mal eine Stichprobe vom Umfang 100, und das Ergebnis sind 10 solche Konfidenzintervalle. Das sind jetzt 10 Stück. Und ihr seht, dieses konkrete Intervall, was wir bekommen, sollte man eigentlich nicht Konfidenzintervall nennen, sondern besser wäre noch Realisierung eines Konfidenzintervalls. Das hier sind 10 Realisierungen eines Konfidenzintervalls, und das Problem im Sprachgebrauch ist, das nennt man wieder Konfidenzintervall. Man erkennt nicht mehr, ist es eine Realisierung oder ist es wirklich dieses zufällige Intervall da oben. So, jetzt kann man das Ganze natürlich noch öfter machen. Ja, jetzt mache ich es 50 Mal. Na, 1000. Aber nur, weil du es bist. Super. Hast du kaputt gemacht. So. Ja, deswegen habe ich nicht 1000 genommen. Oder? Ich meine, okay, ist halt ein kleines Darstellungsproblem. Aber toller Vorschlag. Ja? Okay. Nehmen wir vielleicht 50 Stück. 50 Stück geht noch einigermaßen, da erkennt man noch ein bisschen was. Und das, was wir uns jetzt anschauen können, ist, ja, wo liegt denn da der Erwartungswert? Und wie kann ich den Erwartungswert dazu einzeichnen? Na, da muss ich einfach nur hergehen und sage, ich mache jetzt eine Linie. Diese Linie, die soll also beim Erwartungswert, die soll bei 1 beginnen und sagen wir bis n plus 1 oder sowas gehen. Und dann nehmen wir jetzt einfach den Erwartungswert selber. Das wäre also 0 mal c von 1, 1. Also ihr werdet gleich sehen, was ich mache. Ich male eine rote Linie mit LWD gleich 3, damit es fett wird. Nein, nicht schließen. Huch. Also alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe jetzt den tatsächlichen Erwartungswert hier eingezeichnet. Und was man hier erkennen kann, ist, es gibt hier durchaus ein Intervall, eine Realisierung dieses Konfidenzintervalls, wo der tatsächliche Erwartungswert nicht drin liegt. Sagt ihr vielleicht, ja, dann taugt das doch alles nicht. Warum ist das aber klar, dass passieren wird? Denn wir haben das Intervall genau so bestimmt, dass das in 5% der Fälle der Fall sein wird. Wenn wir weniger haben möchten, zum Beispiel 1%, was müssten wir machen? Dann müssen wir das Intervall größer machen.
Das heißt also, das ist ein Balanceakt zwischen, in wie vielen Fällen bin ich bereit, dass der tatsächliche Verteilungsparameter, in dem der Fall der Erwartungswert, nicht in dem Intervall liegt, gegen Größe des Intervalls. Das heißt sozusagen Genauigkeit gegen Wahrscheinlichkeit. Das ist also hier das, was sich spießt. Und man sieht aber, in den allermeisten Fällen passt es hier. In wie vielen Prozent der Fällen wird es in etwa schief gehen? Ja, eben in 5% der Fälle. Und jetzt können Sie aber auch sagen, ja, das habe ich davon. Ein Beispiel wäre jetzt, dass ich hier einzeichne, nicht 0, sondern 1. Naja, es ist sogar zu extrem. Nehmen wir ein 1/20 vielleicht. Ist das der tatsächliche Erwartungswert? Na, aber das Problem ist, das wissen wir nicht. Wenn ich selber Daten generieren kann, dann weiß ich das. Wenn mir jetzt aber jemand sagt, er glaubt oder er behauptet, das ist das Typische, was passiert, seine Hypothese ist, 0,2 ist der tatsächliche Erwartungswert. Was will man dem sagen? Nein, wir würden sagen, je nachdem. Was wir sehen, ist nur ein einziger dieser Balken. Warum sehen wir nur einen einzigen? Weil wir werden nur eine konkrete Realisierung des Konfidenzintervalls haben. Wenn aber jetzt ein Fall vorliegt, wo der vermutete Erwartungswert, der behauptete, nicht dort drin liegt, dann ist es ein Fall, der nur in wie viel Prozent eintreten sollte? Das sollte nur in 5% der Fälle eintreten. Das heißt, dieser Fall ist nicht plausibel. Das heißt also, wenn jemand behauptet, der Erwartungswert wäre hier 0,2 und wir haben zum Beispiel dieses Konfidenzintervall, das allererste hier herausbekommen, diese Realisierung, dann würde man sagen, na, das ist nicht plausibel. Weil das ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall, der hier eingetreten ist. Einer, der nur in 5% der Fälle eintreten sollte. Die Wahrheit ist aber natürlich, es könnte uns gerade so gut passieren, Entschuldigung, das war jetzt falsch, ich muss annehmen, wo es draußen liegt. Also zum Beispiel den hier. Nicht? Also wo es draußen liegt, das wäre also nur ein Fall, der in 5% der Fälle eintreten sollte und damit ist er nicht plausibel. Was uns aber auch passieren könnte, ist, dass wir den ersten Fall hier erwischen. Obwohl der Erwartungswert nicht 0,2 ist, fällt 0,2 in dieses Intervall. Das heißt, es ist nicht unplausibel, dass 0,2 der Erwartungswert ist. Diese Idee da, das ist die gesamte Testtheorie. Das ist, wie teste ich, ob der Erwartungswert gleich einem vorgegebenen Wert ist. Ich bestimme einen Konfidenzintervall und schaue, liegt dieser Wert drin oder nicht. Wenn er also nicht drin liegt, dann sollte es nur in 5% der Fälle passieren und damit ist es nicht plausibel, dass es der tatsächliche Erwartungswert ist. Wenn er drin liegt, dann ist es zumindest nicht unplausibel. Und das, was ihr gut erkennen könnt, ist, je größer die Abweichung in dem Fall hier von 0, vom tatsächlichen Erwartungswert, umso häufiger tritt es auf, dass es eben nicht drin liegt. Umso größer die Diskrepanz, umso unplausibler wird es. Und so kann man eben Hypothesen auf Plausibilität überprüfen in Bezug auf den Erwartungswert zum Beispiel. Okay, das heißt, das, was ihr hier sehen solltet, ist, dass man wirklich eine ganz, ganz große Problemklasse mit dem Konzept des Konfidenzintervalls in den Griff kriegt. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was verlangen wir von einem Konfidenzintervall, wie rechnen wir es aus und dann gehen wir natürlich schlussendlich auch auf das statistische Testen ein. Jetzt würde ich aber sagen, ist es langsam Zeit für Pause und zwar, ja, gibt schon Applaus dafür, also nach dieser Uhr bis 25 nach. Okay, wir setzen fort und das, was wir schon gesehen haben, ist, wir wollen schlussendlich, das habe ich schon ein paar Mal dort jetzt gesagt, dieses Epsilon, was wir da hatten, konkret berechnen. Und wenn man das in einem gewissen Sachzusammenhang sieht, dann wollen wir zunächst einmal überlegen, was ist ein sogenannter Zufallsstreubereich. Also so wird es oft hier genannt. Das, was ihr da seht, ist also Teil C einer aktuellen Zentralmatura-Aufgabe für die BHS. Ich weiß nicht mehr, in welchem Cluster, vielleicht HTL oder sowas in der Richtung. Und da ist es so, irgendeine Fabriksleitung geht von einem Erwartungswert so und so weiter und so fort für eine Normalverteilung aus. Das soll modellieren die Schadstoffkonzentration irgendwo bei denen bei der Fabrik in einem Dümpel oder so. Also wir stellen uns vor, wir haben eine Zufallsvariable gegeben. Im Prinzip ist es ja relativ egal, was hier konkret die Daten sind, aber die ist normal verteilt mit Erwartungswert μ und Varianz Sigma Quadrat. Und wir nehmen an, die beiden sind gegeben und bekannt. Das heißt also, μ ist eine reelle Zahl, Sigma größer 0. Wenn Sigma 0 ist, dann interessiert es uns nicht, weil dann haben wir fast sicher eine Konstante.
Und jetzt könnt ihr schauen, was hier zu bestimmen ist. Ermitteln Sie den symmetrischen um μ gelegenen Bereich, das heißt also finde ein Epsilon größer 0 mit welcher Eigenschaft, sodass eben erwartungsgemäß 99% der Messwerte, also Werte, die sozusagen x annimmt, in diesen Bereich fallen. Das bedeutet, ich will dieses Epsilon so wählen, dass das x in das Intervall μ plus minus Epsilon mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit fällt. Das bedeutet also hier 1 minus Alpha und hier wäre halt Alpha konkret 1%. Also generell ist aber Alpha zwischen 0 und 1. Und das hier nennt man einen Zufallsstreubereich. Das ist dieser Zufallsstreubereich. Und das bedeutet, was man sich leicht vorstellen kann, je größer man dieses Alpha macht, umso kleiner wird dieses Intervall. Und so kleiner man Alpha macht, umso größer dieses Intervall. Und wichtig ist, ich muss aber μ kennen, oder? Also wir werden ja sehen, Sigma brauche ich hier auch. Also wie rechnet man das jetzt aus? Und da ist die Idee, dass wir Folgendes schon wüssten, wenn man eine Zufallsvariable z sich anschaut, wo man x nimmt und davon μ abzieht und das durch Sigma dividiert, dann nennt man die standardisiert. Man zieht den Erwartungswert ab, dividiert durch die Standardabweichung. Was man bekommt, ist standardisiert. Warum? Weil der Erwartungswert, wenn ich ihn abziehe, der neuen Zufallsvariable ist 0. Und die Standardabweichung, wenn ich durch die dividiere, dann ist die neue 1. Was man auch wissen muss, ist, linear affine Transformationen von normal verteilten Zufallsvariablen sind wieder normal verteilt. Und damit ist das hier die Standardnormalverteilung. Also noch einmal, was ihr nachrechnen könnt, Erwartungswert von z ist 0, die Varianz von z ist 1. Das seht ihr sofort, wenn ihr Konstante bei der Varianz abziehe oder dazuzähle, ist die Varianz der verschobenen Zufallsvariablen die gleiche und Konstanten aus der Varianz kommen quadratisch raus und damit steht es da. Dass das immer noch eine Normalverteilung ist, muss man nachrechnen, oder? Das muss man halt gezeigt haben. Das heißt, dieses z hier ist standardnormal verteilt. Und die Idee ist, mit dem Z kann man dann gut arbeiten. Jetzt schauen wir uns das an in Bezug auf das, was hier oben steht. Eigentlich müssen wir schauen, wie sieht es aus mit der Wahrscheinlichkeit, dass μ minus Epsilon kleiner gleich ist als x, kleiner gleich ist als μ plus Epsilon. Und ich mag jetzt aber nicht mit dem x hantieren, weil das x, das ist normal verteilt mit Parametern, die vielleicht irgendwie mühsam zu handhaben sind. Ich will irgendwie auf das Z kommen und wie kann ich das ganz leicht machen? Ich ziehe mal den Erwartungswert ab. Ich mache hier einfach eine Äquivalenzumformung. Ich ziehe also den Erwartungswert ab und dividiere durch die Standardabweichung. Dann steht also hier minus Epsilon durch Sigma ist kleiner gleich als, hier steht x minus μ dividiert durch Sigma und das muss kleiner gleich sein, Erwartungswert haben wir abgezogen, durch die Standardabweichung dividieren wir. Und was man hier sieht, ist alles, was wir machen müssen, ist, für diese Zufallsgröße z, deren Verteilung, ganz egal was μ und Sigma ist, immer die Standardnormalverteilung ist, für das diese Intervallgrenzen zu bestimmen. Das heißt, wir müssen hier ausrechnen, was muss das hier sein? Hier steht minus c bis plus c. Das müssen wir ausrechnen. So, und was sind jetzt hier die richtigen Grenzen? Dazu kleine Skizze. Wir haben es jetzt da also zu tun mit der Standardnormalverteilung. Die Gaußsche Glockenkurve, also Dichte davon, schaut ungefähr so aus. Das wäre der Graph, also der stetigen Dichte der Standardnormalverteilung. Und jetzt suchen wir also Grenzen minus c bis plus c. Und wir sehen, natürlich ist das so symmetrisch gelegen. So dass, was passiert? Ja, diese Wahrscheinlichkeit soll noch immer 1 minus Alpha sein. Was bedeutet, das ist der Flächeninhalt hier unter dem Funktionsgraphen. Es soll 1 minus Alpha sein. Welche Anteile müssen dann links von minus c und rechts von c liegen? Jo, also müssen wir symmetrisch hier aufteilen, Alpha halbe und hier auch Alpha halbe. Das heißt, was wir suchen, das ist hier ein Punkt, so dass mit Wahrscheinlichkeit Alpha halbe meine Zufallsgröße an Wert kleiner gleich dem annimmt und mit 1 minus
Alpha halbe, also dem Rest hier, einem Wert größer gleich dem. An was erinnert uns das? Ja, das ist ein Quantil. Also, was wir jetzt hier brauchen, ist ein Quantil. Und wie schaut es aus mit der Definition eines Quantils? Ja, ganz allgemein, wenn man irgendeine Verteilung P hat. Also, Verteilung P mit zugehörige Verteilungsfunktion FP. Was ist dann das zugehörige P-Quantil? Also das P-Quantil dieser Verteilung ist jener Wert, so dass, was gilt? Also man bezeichnet es dann mit eben F. Das ist ganz schlecht, dass man meine P's da nicht unterscheiden kann, gell? Hey, das ist schon ein bisschen mäßig. Ich muss das anders nennen, ich nenne das lieber Beta-Quantil, wenn ich darf. So, und dieses Beta also, Beta ist zwischen 0 und 1, dann ist das zugehörige Beta-Quantil, was man auch bezeichnen kann, eben mit B-Beta oder sowas in der Richtung, das ist dann gegeben als das kleinste Argument, so dass die zugehörige Verteilungsfunktion größer gleich diesem Wert Beta ist. So, jetzt sagt es vielleicht, wie komme ich auf die Definition? Komisch. Ich zeichne es euch hin, dann glaubt es mal sofort. Sagen wir, das ist die Verteilungsfunktion. Kann irgendwie so ausschauen. Ups, na, so darf sie nicht ausschauen. Das wäre die zugehörige Verteilungsfunktion, genauer der Graph FP. Und jetzt suche ich mir einfach, wenn das hier das Niveau Beta wäre, das kleinste Argument, sodass die Verteilungsfunktion größer gleich diesem Wert ist. Und wir sehen hier, das wäre also das B Beta. Also, was macht es damit? Na, die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben zum Beispiel eine Zufallsgröße mit dieser Verteilung einen Wert kleiner gleich als den annimmt, das sagt gerade die Verteilungsfunktion, der ist eben gerade Beta. Das ist nämlich diese Wahrscheinlichkeit. Also, was man hier sieht, wenn x jetzt zum Beispiel p verteilt wäre, dann hätte man, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x einen Wert kleiner gleich als dieses b Beta annimmt, das ist gerade Beta. Und dementsprechend, dass es einen Wert größer annimmt, ist 1 minus Beta. Und das ist genau das, was ein Quantil liefert. Das heißt, ein Quantil in der frequentistischen Interpretation teilt dann auch wieder die Daten zu einem Anteil Beta gegen 1 minus Beta. Ungefähr. Das sind dann immer die Wahrscheinlichkeiten, die man damit schlussendlich schätzt. Aber es wird, wenn ich eine Realisierung habe, dann ungefähr ein Anteil Beta kleiner gleich diesem Wert sein und ungefähr ein Anteil 1 minus Beta größer gleich. Und damit sehen wir, ist das das natürliche Pendant zu den empirischen Quantilen, die wir bisher gehabt haben. Bezeichnung. Wenn wir die Standard-Normalverteilung haben, dann schreiben wir für das Beta-Quantil groß Phi Beta. Das große Phi ist die Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung und man schreibt dann also hier ganz gerne groß Phi Beta. Das wäre also das Beta-Quantil der Standard-Normalverteilung. Ja, warum brauche ich das jetzt? Jetzt schauen wir auf das da oben. Was muss minus c sein? Ein Anteil Alpha halbe muss kleiner gleich sein. Ein Anteil 1 minus Alpha halbe muss größer gleich sein. Diese Grenze hier, wenn hier ein Anteil Alpha halbe liegt, muss also Phi Alpha halbe sein, oder? Alle einverstanden? Jetzt muss man einfach mal anschauen, welcher Anteil muss kleiner gleich sein? Ja, der muss Alpha halbe sein. Also ist diese Grenze hier genau das Alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung, weil wir hier die Standardnormalverteilung haben. Wie schaut es mit C aus? Was muss das sein? Das kann man auch sofort als Quantil erkennen. Welcher Anteil muss links davon liegen? Alpha halbe plus 1 minus Alpha halbe. Manche sagen auch dazu, habe ich jetzt Alpha halbe nochmal gesagt, dann ist falsch. Alpha halbe plus 1 minus Alpha gibt 1 minus Alpha halbe. Und damit muss das 1 minus Alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung sein. Das heißt, diese Grenzen, die wir hier brauchen, das sind genau
eben diese Grenzen des Intervalls, das wir suchen, also die, die hier stehen, erhält man gerade als Quantile. Und jetzt können wir noch ein bisschen Symmetrie verwenden. Wie verhält sich Phi Alpha halbe zu Phi 1 minus Alpha halbe? Wenn wir da auf die Skizze schauen, wie kriegen wir aus dem Phi 1 minus Alpha halbe das Phi Alpha halbe? Indem wir es rüberkippen. Das Negative nehmen, sagen wir manche dazu. Also, wir sehen, aufgrund der Symmetrie der Dichte, die wir hier verwenden für die, aus dieser Gaußschen Glockenkurve für die Standardnormalverteilung, ist klar, das Phi 1 minus Alpha halbe, wenn ich das negativ nehme, dann komme ich gerade zum Phi Alpha halbe. Ja? Schwupps. Also hier kann man einfach als Symmetrie das hier hinschreiben. Damit haben wir jetzt Folgendes gezeigt. Damit dieses C, was wir hier suchen, das ist gerade Phi 1 minus Alpha halbe. Das ist also das 1 minus Alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung. Und jetzt können wir rückwärts wieder einsetzen, oder? Also, wir brauchen jetzt nur noch einmal einsetzen, wie das Intervall hier oben ausschaut. Dazu muss ich nochmal schauen, was war das Epsilon. Das Epsilon haben wir aber gerade da stehen. Das Epsilon ist das gleiche wie Sigma mal C und damit Sigma mal Phi 1 minus Alpha halbe. Und damit haben wir jetzt endlich, wenn wir so wollen, die Intervallgrenze ausgerechnet. Insgesamt diesen Zufallstreubereich, den wir erhalten, der schaut so aus. Also Zufallsstreubereich. Der ist jetzt also das Intervall symmetrisch um μ gelegen. Plus minus dieses Epsilon. Und das Epsilon haben wir jetzt identifiziert als Sigma mal Phi 1 minus Alpha halbe. Und damit haben wir jetzt diese Zentralmatura-Aufgabe gelöst, einen Teil zumindest davon. Wir können also für jedes vorgegebene Alpha mit diesen konkreten Zahlen das Intervall da ausrechnen. Übrigens, warum nimmt man hier das Quantil der Standardnormalverteilung? Müsste man nicht. Man könnte einfach direkt mit Technologieeinsatz heutzutage kein Problem von dieser verschobenen und umskalierten Normalverteilung die Quantile bestimmen. Ja, die sind immer noch tabelliert. Also meistens ist es so, dass man hier nichts dazu eingeben muss, oder? Das ist das Angenehme, ich muss hier keinen Erwartungswert hinschreiben und keine Varianz der anderen Normalverteilung. Und der Vorteil, wie gesagt, ist, dass die immer nur tabelliert sind, aber gut, heutzutage klopft man es eigentlich jeden Computer ein. Was auch noch ganz praktisch ist in dieser Darstellung, ich kann sofort sagen, von was hängt die Größe dieses Zufallstreubereichs ab? Wie kann ich es größer machen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wann wird es größer? Also hier haben wir das Phi 1 minus Alpha halbe. Was bedeutet, da liegt ein Anteil Alpha halbe. Weil hier ein Anteil 1 minus Alpha halbe liegt. Ja, und was passiert, wenn ich hier Alpha kleiner mache? Dann schiebt sich das langsam nach rechts, das heißt, das hier wird größer. Alpha kleiner bedeutet Intervall größer, wenn ich Sigma einfach festhalte. Meistens ist so, an dem Sigma kann eh nichts ändern, oder? Aber was man auch noch ganz genau erkennt, was passiert, wenn Sigma sehr, sehr klein ist? Dann wird das Intervall auch sehr, sehr klein. Ist das überraschend? Bitte, das ist die Interpretation der Varianz. Also, was man hier sieht ist, natürlich, je geringer die Standardabweichung, umso weniger stark streuen also diese Realisierungen der Zufallsgröße um den Erwartungswert. Das ist ganz natürlich, was man sieht. Das heißt, ihr solltet euch merken, ein Zufallstreubereich hängt zum einen ab von der Sicherheit. Je größer die Sicherheit, desto breiter wird das Intervall, eh klar. Und zum anderen von der Unsicherheit durch die Varianz gegeben, durch die Standardabweichung. Je größer die Standardabweichung, umso größer wird der Zufallstreubereich. Okay, jetzt haben wir also zum Beispiel auch hier den zweiten Teil dieser Aufgabe gelöst. Wir haben uns überlegt, was größer ist, 99% oder 95% Zufallstreubereich. Denkt in Ruhe nur drüber nach. Also gut, wir wissen auf jeden Fall aufgrund dessen, was ich jetzt gesagt habe, was größer ist. Okay,
Was ist das Nächste, was wir uns jetzt überlegen müssen? Ja, was hat das alles gebracht? Ja, was das alles gebracht hat, ist, dass wir jetzt einen Zufallstreubereich für x quer bestimmen können. Also das heißt, die Idee ist jetzt, was braucht man schlussendlich? Zufallstreubereich für x quer. Das ist eigentlich das, was wir uns total wünschen würden. Warum? X quer ist unser Schätzer für den Erwartungswert. Und wir hätten ganz gern wirklich so einen Zufallstreubereich, weil das echt bedeuten wird, dass wir dann sagen können, zum Beispiel mit 95%iger Wahrscheinlichkeit liegt unsere Schätzung dort drin. Das wäre super. Und wie machen wir das jetzt hier? Wir treffen jetzt eine ganz starke Annahme. Und die Annahme ist, dass x1 bis xn eine Stichprobe ist zu einer Normalverteilung. Warum ist das eine starke Annahme? Ja, weil nicht alles auf der Welt ist normal verteilt. Aber wir nehmen einmal an, das wäre normal verteilt. Was nehmen wir noch an? Wir nehmen an, dass μ aus R unbekannt ist. Das wollen wir natürlich schätzen. Und jetzt kommt eine Annahme, die auch sehr unrealistisch ist. Aber wir müssen uns ja langsam ans Problem herantasten. Wir nehmen an, Sigma größer 0, die Standardabweichung wäre bekannt. Warum auch immer. Also von oben gegeben, irgendwer hat euch Sigma verraten. Es gibt ganz, ganz wenige Problemstellungen, wo ich irgendwie jemanden abkaufen würde, dass er das Sigma kennt. Und das wäre beispielsweise, wenn es da irgendeine Maschine gibt, wo, was weiß ich, ein Laser, keine Ahnung, wo ganz klar ist, wie viel das streut, aber wo es zu Abweichungen kommen kann, wie man den Laser genau positioniert. Dann sage ich, okay, wenn man das irgendein Physiker oder Physikerin erzählt, dass das so ist, dann kann ich das glauben oder nicht, aber da ist zumindest eine Begründung da. Sonst kann ich immer kein Beispiel jetzt wirklich auf die Schnelle einfallen lassen, warum Sigma bekannt sein sollte. Das kriegen wir später wieder weg, keine Sorge. Also diese unrealistische Situation, dass wir Sigma kennen, das kriegen wir später schon wieder los. Aber damit mal alles einfach bleibt, nehmen wir das jetzt an. So, jetzt was da steht ist, wir wollen einen Zufallstreubereich für x quer bestimmen. Was müssen wir über x quer dann zunächst wissen? Wir müssen genau das hier oben machen, oder? Wir nehmen nur eine neue Zufallsgröße, aber da muss man wissen, wie sie verteilt ist. Also wie ist x quer verteilt? X quer ist jetzt das x von oben, wenn ihr so wollt. Ich muss wissen, was für eine Normalverteilung liegt vor. Ja, und das ist eben der Punkt. Bei x quer müssen wir mal wissen, dass es wieder normal verteilt ist. Eine Summe von unabhängigen normal verteilten Zufallsvariablen ist wieder normal verteilt. Das Vielfache sowieso. Das ist ein mathematischer Satz, bitte, das muss man zeigen. Da kommt wieder eine Normalverteilung raus. Was ist der Erwartungswert, was die Varianz? Das müsst ihr wissen. Was ist der Erwartungswert von x quer? Oh, welche tollen Eigenschaften hat denn der Schätzer? Er ist erwartungstreu. Ja, dann muss wohl der Erwartungswert des Schätzers der Erwartungswert sein. Wie sieht es aus mit der Varianz? Die Varianz des Stichprobenmittels ist die Varianz durch n. Okay, das müssen wir wissen, sonst müssen wir es nachrechnen noch einmal, was wir jetzt aber nicht mehr machen. Also, ihr müsst unbedingt jederzeit nachrechnen können, was die Varianz des Stichprobenmittels ist. Bitte, dass der Erwartungswert ist, das sollte auch bekannt sein. Und damit haben wir genau die gleiche Situation wie zuvor im Prinzip. Wir haben einfach eine gegebene Zufallsgröße, die normal verteilt ist. Wir tun jetzt so, als ob wir Erwartungswert und Varianz kennen. Und jetzt müssen wir den Zufallstreubereich hinschreiben. Na, wie schaut der jetzt aus? Die Wahrscheinlichkeit, dass x quer im Intervall μ plus minus. Und was stand jetzt hier? Jetzt müssen wir das nur hier abschreiben. Da steht die Standardabweichung. Die Standardabweichung müssen wir halt jetzt ersetzen durch die neue Standardabweichung. Also Sigma durch Wurzel n. Das ist die Standardabweichung nämlich von dem x quer. Und dann müssen wir nur multiplizieren mit Phi 1 minus Alpha halbe. Und wir wissen, diese Wahrscheinlichkeit ist 1 minus Alpha. Das heißt, damit haben wir jetzt was geschafft? Damit haben wir schon mal einen Zufallstreubereich für unseren Punktschätzer x quer bestimmt. Und wie gesagt, das wäre eigentlich das Nonplusultra.
Das sagt euch nämlich wirklich, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schätzer in einem gewissen Intervall liegt. Die Wahrscheinlichkeit gebe ich mal mit 95% vor. Dann habe ich wirklich genau den Fehler der Schätzung irgendwo. Geht aber nicht, weil μ ist unbekannt. Jetzt machen wir wieder genau das gleiche wie vorher. Wir wissen damit aber auch, dass wir x quer und μ vertauschen können. Das haben wir zuerst schon gemacht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass μ im zufälligen Intervall x quer plus minus Sigma durch Wurzel n mal Phi 1 minus Alpha halbe liegt, die ist gerade 1 minus Alpha. Und damit haben wir unser Konfidenzintervall gefunden. Wir haben jetzt ein zufälliges Intervall gefunden, zumindest wenn man hier die Intervallklammern und so macht, das der zu schätzende Wert, das μ, mit Wahrscheinlichkeit mindestens 1 minus Alpha, da wir nichts zu verschenken haben, genau 1 minus Alpha drin liegt. Und so kann man also ein Konfidenzintervall bestimmen. Und das, was also hier eine ganz, ganz entscheidende Idee ist, und auf das sollte man hier achten, man bestimmt zuerst einen Zufallsstreubereich, da hat man wirklich genau die Ungenauigkeit der Schätzung drin und dann stellt man einfach sozusagen x quer und μ um. Und schon steht das sogenannte Konfidenzintervall da, was man genauso interpretieren kann, wie man das möchte. Also dem geben wir dann zum Beispiel den Namen I Alpha von groß x1 bis xn. Und das ist das gesuchte Konfidenzintervall. So, also im Bezug auf den Schulunterricht würde ich euch Folgendes vorschlagen. Also die Bachelorstudierenden unter euch können sich das jetzt anhören oder kurz die Ohren zuhalten. Es ist so, es sind also definitiv Streubereiche gefordert, so Zufallsstreubereiche. Ihr seht das, wenn ihr Zufallsstreubereiche ausrechnen könnt, dann habt ihr sofort Konfidenzintervalle. Auch Konfidenzintervalle sind momentan standardisierter Reifeprüfungsstoff, oder? Das heißt, das geht sehr gut in einem. So nach dem Sinne dieses Fortsetzungsprinzips, oder? Wie man halt in der Mathematikdidaktik da sagt oder Fachdidaktik allgemein, ist also sicher ein guter Plan, würde ich vorschlagen, ihr müsst das nicht so machen, dass ihr Zufallsstreubereiche auf jeden Fall so besprecht, dass ihr euch nicht Konfidenzintervalle verbaut. Also wenn man wirklich einen Zufallsstreubereich verstanden hat, ist Konfidenzintervall nur einen kleinen Schritt entfernt. Das seht ihr da. Ich muss sowieso wissen, also auch das findet ihr im Kompetenzkatalog, ich muss sowieso wissen, wie das Stichprobenmittel verteilt ist. Also auch das bleibt mir nicht erspart. Und damit hat man ganz, ganz viele Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Was wir auch noch sehen werden ist, statistisches Testen ist dann auch nicht mehr weit weg. Also ich würde sehr dazu tendieren, Zufallsstreubereiche zu besprechen. Als Anwendung von Quantilen und so weiter und so fort, dann kriegt ihr quasi gratis Konfidenzintervalle. Und damit aber auch mit diesen Ideen, die ich euch vorher eh schon leicht gesagt habe, wenn ein Wert dort drin liegt in einer Realisierung des Konfidenzintervalls, dann ist es plausibel oder nicht plausibel, dass er der Erwartungswert ist. Das ist dann schon ein Zugang zur Testtheorie. Also das ist sicher ein ganz guter Weg, den man hier gehen kann. Und vor allem auch einer, wo man wirklich sagt, da hat man dann sehr umfangreich viel verstanden und kann zumindest solche Aufgaben sicherlich lösen. Okay, habt ihr dazu mal Fragen? Sonst haben wir eine Sache jetzt schon geschafft. Eine Sache, die wir jetzt definitiv geschafft haben, ist, wir haben ein Konfidenzintervall für den Erwartungswert bei bekannter Varianz für normal verteilte Stichproben bestimmt. Das war jetzt alles sehr speziell. Natürlich ist das Leben nicht so speziell, wie wir es jetzt da vorgeben. Und deswegen überlegen wir uns nochmal, was jetzt allgemein das Setting ist. Vielleicht, was jetzt halt angenehmer ist, wir können immer Bezug auf dieses sehr konkrete Beispiel hier nehmen. Also, allgemeines Setting für die sogenannte Konfidenzschätzung. Also wie gesagt, das, was wir jetzt alles hatten, war sehr speziell. Jetzt überlegen wir uns nochmal, wie passt das allgemein in unser
im Setting rein, was wir haben für Punktschätzungen zuvor schon, für Schätzungen im Allgemeinen eben. Und dazu erinnern wir uns dran, dass wir eine Stichprobe haben. Und diese Stichprobe, die war also zu einer vorgegebenen Verteilung. Genauer ist es so, wir haben diese Verteilungsklasse, also dieses Theta da stammt aus Großtheta. Wir können wieder ans konkrete Beispiel denken. Das konkrete Beispiel könnte Theta der Erwartungswert einer Normalverteilung sein, von der wir die Varianz kennen. Also das Theta wäre dann einfach nur der Erwartungswert. Und was wollen wir dazu eben machen? Wir wollen eben jetzt ein Intervall finden. Also finde ein Intervall. Entschuldigung, so muss ich eigentlich, ja, finde ein Intervall, sodass Folgendes gilt. Dieses Intervall nennt man I Alpha. Und das könnte eben gerade das sein, was wir vorher hier ausgerechnet haben. Schaut mal, dieses I Alpha, das hängt von x1 bis xn ab. Das Alpha, was wir uns vorgeben, liegt zwischen 0 und 1. Und was soll das erfüllen? Wir hätten gern zwei Dinge. Was haben wir hier ausgerechnet? Wir haben ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der zu schätzende Wert dort drin liegt, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist. Das ist eine Forderung. Also Wahrscheinlichkeit, dass der zu schätzende Wert, und sagen wir der zu schätzende tatsächliche Wert, wäre das g Theta 0, dass das im Intervall i Alpha liegt. Und hier ganz wichtig, da muss man die Stichprobenvariablen und nicht die Realisierung einsetzen, sonst kriegt man nur 0 oder 1 raus, uninteressant, dass das mindestens 1 minus Alpha ist, oder? Das heißt also, wir wollen, dass diese Wahrscheinlichkeit groß ist. Die Wahrscheinlichkeit soll groß werden, mindestens 1 minus Alpha. Das geben wir uns vor. Und der zweite Forderung, die wir aber hier haben, ist, und das ergibt sich automatisch, wenn man so will, dass dieses Intervall hier natürlich möglichst klein sein soll. Also I Alpha von x1 bis xn unter Anführungszeichen klein. Und je kleiner ich das mache, umso genauer in gewisser Art und Weise kann ich sagen, dass dort eben die Schätzungen liegen. Und wir sehen also, das spießt sich ein Stück weit. Und in diesem konkreten Fall haben wir es so gemacht, wie haben wir das möglichst klein gemacht, indem wir hier ist gleich wählen, oder? So haben wir das jetzt vorhin gerade realisiert. Aber prinzipiell ist die Forderung, es soll nur mindestens so groß sein. Und ein Intervall, was also dem vor allem erstens hier genügt, das nennt man dann Konfidenzintervall. Also, es kann irgendein Intervall sein, I Alpha, muss nicht so aussehen, wie wir es vorher bestimmt haben, das kann auch asymmetrisch sein, ist nicht so tragisch, das nennt man dann Konfidenzintervall. Also Konfidenzintervall für diesen zu schätzenden Parameter, g Theta 0, wir müssen immer angeben, welchen Parameter wir schätzen wollen, das macht diese Funktion g zur Erinnerung, und da muss man noch sagen, ja zu welchem Niveau, und da sagt man eben zum Konfidenzniveau, Konfidenzniveau 1 minus Alpha. Und wichtig ist jetzt noch einmal die Interpretation von so einem Konfidenzintervall. Das muss jetzt nicht einmal für den Erwartungswert sein. Das könnte ein Konfidenzintervall für die Varianz sein. Das könnte sein für 7 mal den Erwartungswert plus 28 mal die Varianz oder was auch immer. Ganz egal. Für irgendeinen Verteilungsparameter oder was Abgeleitetes. Und die Aussage ist, dass mindestens in 1 minus Alpha der Fälle, wenn wir das frequentistisch interpretieren, der zu schätzende Wert in diesem Intervall liegen wird. Das ist die Interpretation davon. Okay, also genauso wie wir das im Prinzip vorher eben gemacht haben. Und das nennt man also Konfidenzintervall. Habt ihr dazu mal Fragen? Also das wäre jetzt so dieses ganz allgemeine Setting. Und ihr seht, wir sind nicht gezwungen, dass hier Normalverteilungen stehen. Wir sind nicht gezwungen, dass das g von Theta 0 der Erwartungswert ist. Wir haben also hier noch sehr, sehr viel Freiheit bei dieser Schätzung. Einverstanden? Okay. Wenn ihr damit soweit einverstanden seid, dann würde ich sagen, dass wir beginnen jetzt unsere Probleme ein Stück weit zu erweitern. Und das werden wir insofern machen, dass wir jetzt auch die Frage stellen ist, was tut man, wenn wir wiederum die Annahme haben, dass x1 bis xn normal verteilt ist. Also, das ist eine normal verteilte Stichprobe. Das lassen wir, oder? Das ist sozusagen der einfache Fall. Aber das, was wir noch nicht geklärt haben, ist,
was kann man jetzt tun, wenn Sigma unbekannt ist? Und das ist der viel realistischere Fall. Also, was wir erkannt haben ist, dass wir diese Problemstellung schon tiptop im Griff haben, oder? Wir haben ein Konfidenzintervall bestimmt, wenn wir eine normal verteilte Stichprobe haben und wenn Sigma bekannt ist. Der nächste Schritt wird wohl sein, der natürliche, dass wir es insofern komplizierter machen, dass wir sagen, Sigma ist jetzt auch unbekannt. Also, was neu ist, ist, jetzt ist nicht nur μ unbekannt, sondern auch Sigma größer 0 unbekannt. Was muss ich jetzt tun? Und jetzt gibt es eigentlich eine ganz, ganz simple Idee. Ganz simple Idee. Wenn ich etwas nicht kenne, dann kann ich es doch schätzen. Ich habe schlussendlich ganz konkrete Daten. Also die Idee ist, wie kann ich Sigma Quadrat schätzen? Wir haben eine sehr vernünftige Schätzung für Sigma Quadrat kennengelernt. Was ist diese sehr vernünftige Schätzung? Nach dem Level der Stichproben, die Stichprobenvarianz. Und das ist das S-Quadrat. Also S-Quadrat wäre was? Das ist 1 durch n minus 1, sodass es also erwartungstreu wird. Der Schätzer, Summe i gleich 1 bis n, xi minus x quer zum Quadrat. Wissen wir schon, das ist eine gute Schätzung. Also warum schätzen wir das nicht so? Dann können wir einfach hergehen und wir nehmen unser altes Konfidenzintervall, also altes Konfidenzintervall, das wir vorher schon hatten. Und wie hat das ausgeschaut? Man nimmt den Punktschätzer des x quer plus minus und hier stand eigentlich die Standardabweichung des Punktschätzers, also Sigma durch Wurzel n. Das Problem ist aber, Sigma kennen wir nicht, deswegen schätzen wir es durch s und dann müssen wir noch multiplizieren mit phi 1 minus alpha halber. Was wird jetzt das Problem sein? Was wird das Problem sein? Kommt euch das vernünftig vor? Naja, ich sage mal so, das hat man lange Zeit so gemacht. Das Problem ist, es kommt aber zu leichten Fehlern. Ich schätze hier noch einmal einen unbekannten Parameter. Was wird dadurch größer? Na, die Unsicherheit wird größer. Was nicht mehr so genau stimmen wird, ist, also Achtung, wenn wir das jetzt hier bezeichnen, als unser gesuchtes Konfidenzintervall, I Alpha Schlange von x1 bis xn, dann gilt hier im Allgemeinen sicher nicht ganz genau, dass die Wahrscheinlichkeit, dass μ in diesem I Alpha Schlange liegt, dass das gleich 1 minus Alpha ist, sondern das wird nur ungefähr gelten. Das Problem, also noch einmal, ich habe jetzt die Standardabweichung geschätzt, ich habe noch eine Schätzung gemacht. Das heißt, man wird wohl erwarten, dass das Konfidenzintervall eigentlich jetzt irgendwie größer werden müsste. Ich habe mehr Unsicherheit in dem Problem. Und trotzdem habe ich hier das gleiche Quantil hingeschrieben. Das kann nicht mehr stimmen. Das heißt, das Problem ist, dass das Quantil hier angepasst werden muss. Das passt so nicht mehr. Was man aber gleich sagen kann, und das ist ein ganz wichtiges Resultat, was für ganz, ganz viele Verteilungen funktioniert, wenn n sehr, sehr groß ist, dann wird es sehr nahe bei 1 minus Alpha sein. Welcher Satz sagt denn das? Das ist der zentrale Grenzwertsatz. Also, zentraler Grenzwertsatz, der sagt, im Grenzwert kommt hier schon dieses Quantil raus. Aber das Problem ist, wenn n noch nicht groß genug ist, dann wird es eine schlechte Approximation sein. Das heißt, irgendwie hat man hier nicht mehr die Standardnormalverteilung. Das wäre also die Gaußsche Glockenkurve zugehörig zur Standardnormalverteilung, sondern man braucht irgendwie eine neue Verteilung, so dass die zugehörigen Quantile ein bisschen weiter draußen liegen. Das habe ich jetzt ein bisschen extrem gezeichnet. Das heißt, man muss die neuen Quantile, und dazu braucht man eine neue Verteilung, irgendwie ein bisschen nach außen schieben. Also anstatt, dass die so nah da herinnen liegen, müssen die irgendwie ein bisschen nach draußen geschoben werden, so dass diese Wahrscheinlichkeit wirklich 1 minus Alpha wieder ergibt. Und das, was wir das nächste Mal dazu kennenlernen werden, ist, dass die richtige Verteilung hier die Student-T-Verteilung ist.
oder man sagt auch die Studentsche T-Verteilung. So muss man also diese Quantile hier anpassen. Und was ich euch noch ganz schnell dazu erzähle, ist also dazu eine Geschichte. Da hat es jemanden gegeben, der hieß also William Seeley Gossett. Nach dem ist diese Verteilung benannt. Das ist ein Pseudonym. Student, das war also das Pseudonym, unter dem er publiziert hat. Warum ich die Geschichte so nett finde, ist, weil der hat in der Guinness-Brauerei gearbeitet. Und, ja, cool, gell? Und was die dort hatten, waren so landwirtschaftliche Versuchsanordnungen. Was die, glaube ich, machen wollten, war die Gerstequalität und so Zeug verbessern. Cool, gell? Ja. Und also noch einmal, die haben halt verschiedene Getreidesorten oder was der Kuckuck was, haben die also auf verschiedenen Feldern ausprobiert, dann haben die Daten reingekriegt. Das ist aber aufwendig. Und deswegen waren die Stichprobenumfänge klein. Und das Problem ist aber, wenn die Stichprobenumfänge klein sind, dann ist dieses Quantil hier, das ist der Standard-Normalverteilung, leider nicht sehr nah an dem Quantil, was man ja eigentlich verwenden sollte. Das hat also William Seeley Gossett herausgefunden. Jetzt war aber das Problem, er hat es selber nicht publizieren können, weil anscheinend bei Guinness es bereits einen Fall gegeben hat, wo eben solche Betriebsgeheimnisse nach außen transportiert wurden und deswegen haben sie ihn nur unter dem Pseudonym eben Student publizieren lassen, beziehungsweise er hat es einfach publiziert. Das bedeutet also, in Brauereien passiert Statistik und in dem Fall hat also das wirklich die Statistik weit vorangetrieben und mit dem, was also da bei Guinness passiert ist, wollen wir uns das nächste Mal beschäftigen. Für heute danke.